Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zusehen. Friends, wir sind finally am Start, um uns den neuen Song von Kontra zu geben, auf den ich mich sehr, sehr doll gefreut habe. Wenn das Schicksal trifft, ganz kurz, Freunde, aus dem Licht in den Schatten zurück, die Albumbox, Freunde. Wenn ihr euch sie noch vorbestellen wollt, Link dazu ist oben in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Supportet gerne, ich habe mal wieder keine Ahnung, wie viele Boxen es noch gibt. Aber falls jetzt noch Boxen da sind, seid am besten schnell, falls ihr wirklich eine haben wollt. Und ja, deswegen Link dazu im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung, Friends. Wir sind jetzt leider sehr, sehr spät dran. Der Song kam vor 5 Tagen, heute, genau, heute vor einer Woche quasi raus, vor 6 Tagen quasi, kam der Song raus. Und es tut mir leid, dass ich zu spät bin, Mann. Dass ich zu spät bin und dass so wenig Content auf diesem Kanal kam. Ich war leider sehr, sehr aktiv auf meinem Zweitkanal quasi, auf meinem anderen Kanal, der englische K-Pop-Kanal. Da war eine krass vollgepackte Woche, wo viele dicke Releases anstanden. Unglaublich krass viel Content rausgekommen ist, wo ich gerne drüber berichten wollte quasi und mir Stuff zu ansehen wollte. Und die Woche von Deutschrap her war eher mau. Leider habe ich den Kontra-Song nicht mit einberechnet. Das war das Einzige, was ich eigentlich gerne noch abgehakt hätte, was ich jetzt leider erst machen kann. Aber wir sehen uns auf jeden Fall heute Nacht, Freunde, mit 2 dicken Videos, auf die ich mich sehr freue. Wir haben einmal Jordi, die Release, auf das ich mich unfassbar doll freue. Und Asche auch wieder am Start. Also die beiden Videos kommen heute direkt um 0 Uhr. Checkt den Kanal gerne ab, 0.30 Uhr müssten beide Videos schon online sein. Ich sag's wie es ist, ich stelle mir heute einen neuen Rekord. 0.30 Uhr sind Asche und Bad Moms Jerry Reaction online. Vielleicht sogar 0.27 Uhr, wenn ich ganz fast bin. I try my best, Freunde, ich versuche so schnell wie möglich zu sein. Letzte Woche gab es ein bisschen Probleme bei Shirin mit dem Upload von ihr. Deswegen waren wir da ein bisschen später. Einige haben sich aufgeregt, dass mein Video nicht angekündigt um 0.30 Uhr online war. Ging halt nicht, wenn Shirin selbst erst um 20 nach 0 ihr Video hochgeladen hat. Wenn aber alles glatt läuft von den Künstlern her, sehen wir uns heute um 0.30 Uhr spätestens mit Asche und Bad Moms J-Reaction online. Und wenn noch irgendwas Krasses kommt, noch was danach. Aber die beiden sind gesetzt für heute Nacht, also bleibt gerne noch mal ein bisschen länger wach. Aber jetzt erstmal Kontra K, wenn das Schicksal trifft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das müsste das Video sein, was sie am Vulkan gedreht haben mit Chaho, wo die Drohne sogar geschmolzen ist. Ich habe ein paar Sachen auf Instagram schon gesehen, es sieht krank aus. Ich freue mich sehr. Let's go. Yes, das ist das Vulkanvideo. Das ist das Vulkanvideo, Mann. Look at this, man. Holy shit. Schaut es euch an. Bro. Erstmal, wichtige Info, Freunde. Kontra K, schöner Mann. Schöner Mann. Ich weiß, allseits bekannt. Aber schöner Mann. Ich forme mein Schicksal und die Welt um mich herum mit beiden Händen. Merkt ihr, was in Flammen stand? Kann ich ein zweites Mal verbrennen und selbst wenn jeder Schmerz... Ey, nice, man. Ich finde das Double, was sie für ihn als Jung genommen haben, sieht ihm fucking ähnlich. Es geht vorbei, Mann, und dann mache ich mich selbst wieder zur besten Version, die ich sein kann. Denn je weniger sie an sich selbst glauben, glaube mir, desto mehr müssen sie an dem Können zweifeln. Und auch wenn ihr... Denn je weniger sie an sich selbst glauben, glaube mir, desto mehr müssen sie an dem Können der anderen zweifeln. Real Talk. Je weniger Leute in sich selbst Vertrauen haben, desto mehr versuchen sie, andere Leute runterzuziehen, damit man auf so einer gleichen Ebene ist und man sich selbst besser fühlt, wenn man andere schlecht redet. Ey, allein jetzt schon, man kann bei Kontra, ich liebe es, ich freue mich deswegen auch so unfassbar aufs Album, weil man jede Zeile irgendwie nicht analysieren kann, aber man kann was mitnehmen. Jeder kann irgendwas aus jeder Zeile so für sich mitnehmen. So was Eigenes. Gegenwind brennt in den Augen, weil man rennt um sich die Steine auf dem Weg nicht von alleine beiseite. Also guckt euch dieses Video an. Fallen und aufstehen, so lange mit dem Kopf durch die Wände, bis die Pläne endlich aufgehen. Dann wieder hinfallen und aufstehen und dann immer wieder, aufstehen. Selbst wenn das Schicksal mich trifft. Oha! Ey, es tut mir leid, dass ich pausieren muss gerade, aber ich muss einfach ganz kurz, schaut euch diese Szene an. Im Hintergrund ist, das ist kein Vulkanausbruch, aber da splasht so einfach Lava hoch. So, keine Ahnung. 100 Meter entfernt steht Kontra K mit offenen Armen, als wäre es nichts, Digga. Als wäre es einfach nichts. Guckt euch das an. Dieser Mann bringt einfach Deutschrap-Musikvideos auf Next Level. Was ist denn das? Was ist denn das? Und er stand da direkt davor auch. Holy shit, Bro. Und dazu dieser Song mit einer guten Message. Was will man mehr? Immer wieder, wieder aufstehen, selbst wenn das Schicksal mich trifft. Mit seinem härtesten Schlag besiegt es mich nie wieder und nie wieder, heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag. Boah. Selbst wenn das Schicksal mich trifft. Bro. Mit seinem härtesten Schlag. Das ist Motivation pur wieder von Kontramann. Das ist Motivation pur von ihm. Oh, ey, ich glaube, bei solchen Songs können wir alle mit am meisten mitnehmen von ihm. Selbst wenn das Schicksal mich trifft,
kriegt es mich nie wieder runter, nicht mal an meinem schlechtesten Tag. Nicht mal am schlechtesten Tag. Selbst wenn mich dann irgendwas fickt, selbst dann lasse ich mich davon nicht affekten. Selbst dann will ich es umso mehr zeigen, dass alles, dass ich das durchstehen kann. Boah, ey, was ein guter Song. Was ein guter Song bis jetzt schon. Besiegt es mich nie wieder und nie wieder, heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag. Sieht man immer noch den Himmel, nur die in deinem Kopf ist die wichtigste Stimme. Es ist auch immer, wie er das so performt, wie er steht da so, spannt gefühlt jeden Muskel an seinem Körper an und rappt einfach so seine Zeilen, und es ist einfach so eine andere Art und Weise, wie er die Musik fühlt. Weil man sieht wirklich, wie er das in jeder Sehne, in jedem Blutkörperchen von ihm fühlt, seine Musik. Sie hilft dir gegen dich und alle Zweifel zu gewinnen. Und wirklich jeder, der noch schreit, dass du nicht kannst, wird dann verschwinden in der Stille. Es ist alles Energie, mein Freund, gib so viel du nimmst. Wir atmen ein, atmen aus und überleben aus Instinkt, wie gemacht dafür. Oh, wir atmen ein, wir atmen aus und wir überleben aus Instinkt. Auch wenn nicht jeder Kampf gelingt, kämpft man so lange nochmal, bis dann das Center geht. Bestimmt, den Erfolg teilen wir mit Liebe, nur den Schmerz ist dein Teil, wenn niemals. Genau das steigert die Leistung wieder, egal wie tief das Leben schneidet, die Erkenntnisse, die schneiden tiefer. Ey, man muss einfach sagen, er ist auf so vielen Ebenen einfach next level. Das Video, der Song an sich, diese Power, diese Emotion, der Motivationsgrad, die Schönheit in diesem Video. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? So, auf so vielen Punkten, die Wertevermittlung. Das ist nicht selbstverständlich, dass man noch einen motivierenden Track macht, der einen irgendwie anspornt, immer weiterzumachen. Es geht hauptsächlich noch um Paralila und Ich bin Gangster, nicht im Knast schon wieder. Digga, krasser Freestyle. Auf dem neuen Mero-Album findet ihr genau diesen Text. Wunden bluten und verheilt, wenn das Schicksal mich trifft. Mit seinem härtesten Schlag. Diese Szene mit dem Vulkan. Besiegt es mich nie wieder. Ich hab's doch gar nicht gesagt, Freunde, aber wir haben hier einige Poster schon gehabt. Wir hatten einige Poster schon. Die Postermanufaktur ruft mich gleich wieder an und fragt, warum heute so wenige Poster, Flo. Normalerweise 100 am Tag kriege ich zugeschickt. Nie wieder, heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag. Digga. Guckt euch das an, Mann. Krank. Boah, ey, das ist gut geschnitten, Mann. Wie er damals ins Polizeiauto rausgedrückt wurde, an seinem schlechtesten Tag quasi, und wo er jetzt ist. Um anderen eine gute Zukunft zu geben oder was auf dem Weg mitzugeben. Holy shit. Ich war an meinem schlechtesten Tag. Bro. Glaub mir, nichts schlägt härter zu als das Leben. Sogar aus dem Dreck wachsen Pflanzen dem Himmel noch entgegen. Und die einzig wahre Regel für Erfolg liegt bei dir selbst. Man muss nur einmal öfter aufstehen, als man fällt. Ey, diese Betonung auch dazu. Man merkt einfach so dieses... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber er fühlt wirklich das, was er sagt, in jeder einzelnen Körperzelle und gibt es uns so gut wie möglich wieder. Ich habe noch nie einen Künstler gefunden, der mich so krass motiviert und anspornt wie Kontra K. Und das zeigt er in diesem Song wieder zu 100%. Von der besten Seite. Von der allerbesten Seite. Wenn ihr einen Kacktag habt, den schlechtesten eures Lebens, hört euch diesen Song an. Und sagt mir dann, dass es euch nicht zumindest zu 5% besser geht. Denn kann ich nicht, kenn ich nicht. Bro. Und will ich nicht. Glaub ich nicht, denn wir selbst sind oft der beste Beweis, der uns fehlt, wie verdammt weit wir bereit sein können zu gehen. Yeah. Selbst wenn das Schicksal mich trifft, mit seinem härtesten Schlag, besiegt es mich nie wieder, und nie wieder heißt nicht mal an meinem schlechten. Ist das Batschi im Hintergrund? Wer ist im Hintergrund? Selbst wenn das Schicksal mich trifft, mit seinem härtesten Schlag. Bro, schaut ihn euch an, Poster! Schlechtesten Tag! Bro! Ey! Wie gut ist das? Wie gut ist das? Sind die Anforderungen immer okay? Das letzte Musikvideo, was wir vor diesem gemacht haben, muss im Vergleich zum neuen nach Müll aussehen? Weil es ist so, er steigert sich immer zu 1 Million%, Mann. Er hat gefühlt in den Vulkan gebadet ein bisschen mit seiner Quietsche-Engine. Quick, quick! Bro, holy shit! Wie gut war dieser Song? Das ist einfach full on Motivation, full on Power, Kraft, Energie für Leute, die gerade am Boden sind und nicht mehr weiter wissen. Oder auch Leute, die einfach denken, Digga, ich hab keinen Bock auf dieses scheiß Workout heute. Hörst du das an und machst einfach doppelt so lang, wie du eigentlich wolltest, weißt du? Er ist einfach King in Sachen Deutschrap-Motivation in meinen Augen. Dazu ist es einfach auch so vom Hörgenuss ein fucking schöner Song. So, du bist direkt motiviert für den Tag durch den Text, aber bist auch einfach so, es ist nicht nur einfach stumpfer, guter Text, sondern auch noch dazu ein
Geiler Beat, Mann. Wir haben auch eine unfassbare Ohrwurm-Hook, in my opinion. Ein krasses Video mit einem Wiedererkennungswert, wie ich es noch nie gesehen habe. Wo sind die Standards? Like, wer hat davor so ein Video gemacht? Ich kenne niemanden. Props an alle, die mitgemacht haben, muss man einfach sagen. Ich bin so gespannt auf dieses Album und freue mich enorm drauf. Bro, was ein guter Song. Ey, es tut mir umso mehr leid jetzt, dass ich bei so einem Song so spät jetzt dran bin. Holy shit. Dafür aber, wie gesagt, Jungs und Mädels, heute pünktlich um 0.30 Uhr beide Videos, Asche und Bad Moms Jay. Sei denn, einer von den beiden macht einen 10-Minuten-Song, der ist sehr schwer. Aber so 3-4 Minuten-Songs sollte ich hinbekommen, 0.30 Uhr, roundabout 5 Minuten plus 5 Minuten später. Sind meine beiden Reactions dazu online, lasst also gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und gebt mir bitte Feedback zu diesem Song. Bin ich der Einzige, der darauf gerade so abgegangen ist? Lasst es mich gerne wissen, Friends. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns heute Nacht um 0.30 Uhr, spätestens 0.35 Uhr mit den beiden Videos. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.